Herzlich willkommen in Tittmoning. Wir sind heute zu Gast bei Familie Kaiser. Ihnen gehört der Zirkus King und Sie sind hier seit Oktober auf der Fläche und wir schauen uns den Streichelzoo an. Wir suchen dich ab sofort einen Meister, Techniker, Anlagemechaniker in Sanitärheizung und Klimatechnik und einen Heizungskundenmonteur für unser Team. Wir sind ein alteingesessenes Burghauser Familienunternehmen in zweiter Generation mit über 20 Mitarbeitern. Wir bieten dir einen krisensicheren Arbeitsplatz, übertarifliche Bezahlung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und eine betriebliche Altersvorsorge. Wir freuen uns auf deine Bewerbung. Hier in Tittmoning hatte der Zirkus ursprünglich sein Zelt aufgebaut und sein Programm laufen, bis im Oktober es hieß, dass auch Zirkusvorführungen nicht mehr durchgeführt werden können. Das ist natürlich gerade für eine Schaustellerfamilie, die viel Personal beschäftigt und vor allem Tiere dabei hat, ganz besonders schwierig. Um aus der Not eine Tugend zu machen, hat die Familie Kaiser entschieden, dass die Tiere, die sonst Zirkusnummern mitbespielen, in einem Streichelzoo ein bisschen Auslauf bekommen und so natürlich auch Menschen die Gelegenheit haben, den Zirkus zu besuchen, selbst wenn kein regulärer Zirkusbetrieb erlaubt ist. Herr Kaiser, Sie sind seit Oktober jetzt hier auf dem Platz in Tittmoning. Wie geht's Ihnen denn hier mittlerweile? Also es ist momentan schon so, dass uns bald die Decke auf den Kopf fällt, weil wir sind ja ein richtiger Wanderzirkus. Wir sind ja jede Woche woanders, jede Woche eine andere Wiese, jedes Mal aufbauen, abbauen. Und das ist es auch, was uns jetzt fehlt, auch das Publikum. Weil das merkt man auch bei den Tieren, die freuen sich, wenn jetzt zum Beispiel jetzt bei den Streichelzoo, wenn die Leute kommen, dann die Tiere blühen wieder richtig auf, weil sie halt den Kontakt mit den Menschen, das fehlt. Weil Sie haben gerade gesagt Streichelzoo, Sie haben aus der Not eigentlich eine kleine Tugend gemacht und haben damit die Tiere auch noch draußen sein können und damit Sie natürlich auch ein bisschen Einnahme haben, einen Streichelzoo mit Ihren Tieren aufgemacht. Wie können wir uns das vorstellen? Also bei uns ist es so, unsere Tiere sind verschieden aufgeteilt. Hier hinten zum Beispiel, wie wir sehen, haben wir unsere Rinder. Hinten ins Zelt, da liegen gerade die Kamele. Und es sind auf mehrere Stationen aufgeteilt, dass die Leute sich auch schön verteilen können, dass jetzt nicht immer alles so auf eine Ecke ist. Es hat mal was für die kleineren Kinder dabei, zum Beispiel für die größeren jetzt. Wir haben Pony führen, Kamelreiten und das ist ein kleiner Süßwarenimbiss to go. Also darf man schön vorbeigehen, darf man sich was mitnehmen. Und jeder ist, wie man möchte, kann man gerne auch kommen, kann sich auch mal selber überzeugen. Ne? Vor wem stehen wir denn hier gerade? Also wir stehen jetzt hier vor unserer Rinderherde. Da haben wir ein ungarisches Hirtenrind, der Weiße, ein Yak, ein Wantussi, ein Hexrind, ein Zebu, ein Texas Longhorn und ein schottisches Hochlandrind. Das heißt, alleine schon, wenn man sich für Rinder interessiert, lohnt es sich, wenn man hierher kommt. Genau, es ist für alle was dabei. Wir haben aus allen Kontinenten der Erde haben wir Tiere mit. Sie sind ja auch ein Zirkus, der sehr viele artistische Nummern hat, der Kinder anspricht. Genau. Ja? Wie gehen Sie denn auch, Sie sind ja selber auch Artist, wie gehen Sie denn damit um, dass Sie eigentlich vor Publikum gar nicht auftreten können? Wie halten Sie sich fit? Wie bleiben Sie in Übung? Also wir trainieren immer öfters auch, weil es ist so, es muss man sich fit halten, weil wenn es wieder losgeht, da kann man nicht sagen, wir müssen erstmal einen Monat wieder vorher trainieren. Wir müssen uns alle fit halten, dass es, wenn es wieder losgeht, dass wir gleich auch unsere Veranstaltung geben können. Weil zum Beispiel, ich mache Feuerspucken, da muss man auch öfters trainieren, weil es mit dem Feuer zu spielen, ist nicht einfach. Wie trainiert man Feuerspucken? Also es tut man öfter, sich die quasi die Fackeln wieder anbrennen, immer wieder seine Nummer mal durchgehen. Das ist genauso mit der Handschrankakrobatik, was mein Onkel macht. Der tut auch öfters auf die Schüler, wird der Tisch draußen aufgebaut, dass er sich in Form haltet. Ne? Weil der arbeitet bis zu 12 Meter in die Höhe, ohne Netz und ohne Sicherheitsleine. Und das ist dann auch nicht so ohne, wenn man da nicht mehr in Form ist. Wir sind jetzt in der Manege und hier kann man dann Kamel reiten, auf dem Pferd reiten. Und normalerweise sitzen hier ja die Zuschauer, oder? Genau, also um der Manege rum ist ja die Loge. Da sind eigentlich bestühlt mit Stühle und da sitzen eigentlich die Zuschauer rum. Und jetzt gerade ist es die Notlösung als Reitbahn für Groß und Klein. Dürfen wir auf Kamele reiten, auf Pferde reiten oder auf die Ponys. Mit den Ponys kann man auch hier rum? Ganz genau. Die Ponys darf man auch selber auch rausnehmen. Darf man frei übers Gelände laufen mit. Nur nicht mitnehmen. Die müssen immer wieder gebracht werden. Und hier herin benutzen Sie das auch als Trainingsgelände? Hier wird auch selber auch mit die Tiere, wie Mensch und Tier, werden hier trainiert. Weil es auch bei den Tieren, die brauchen ja auch ihre Fitness. Weil die sind es ja gewohnt mit den Auftritten. Und so ist es ja, brauchen wir das auch in die Manege. Also wenn die Kamele mal gewechselt, dann werden mal die Pferde reingenommen, dann werden immer die Rinder reingeholt, die Esel, dass jeder auch weiß, immer seinen Ablauf weiterhin. Das heißt, das ist eigentlich ein Stundenplan für die Tiere, oder? So ein richtiger Trainingsplan. Wer steht heute noch auf der Liste? Also jetzt nachher kommen dann alle 7 Pferde rein. Was müssen sie dann machen? Die werden jetzt erstmal
ganz langsam werden die antrainiert, weil das sind noch ziemlich junge Pferde. Die kommen erstmal, dass sie erstmal am Platz kommen, dass sie wissen, auf welchen Platz sie laufen müssen. Also erstmal so ganz leichte Laufsachen. Also sie werden erstmal geführt in Kreis, dann wird Kommando am Platz gerufen, dass sie auch wissen, wo sie hin müssen. Und erstmal ganz langsam. Das war's aus Tittmoning, aus der Freiluftfläche von Zirkus King. Sie haben gesehen, der Streichelzoo hier in Tittmoning ist ganz weit auseinander mit den einzelnen Bereichen der Tiere. Hinter mir sieht man die Ponys, gegenüber sind die Esel, Lamas, das Hausschwein. Die Kamele haben eine große Fläche und in der Arena ist es möglich, dass man einen Kamelritt macht. Wenn Sie also Lust haben, mit den Kindern auf eine kleine Aktivität nach draußen, bei dem tollen Wetter geht es ja jetzt wieder besser, zu gehen, dann kommen Sie nach Tittmoning. Sie unterstützen mit Ihrem Besuch die Familie Kaiser. Die Familie Kaiser sucht übrigens einen neuen Platz für den Streichelzoo ab Mitte April. Wir suchen dich ab sofort einen Meister, Techniker, Anlagemechaniker in Sanitärheizung und Klimatechnik und einen Heizungskundenmonteur für unser Team. Wir sind ein alteingesessenes Burghauser Familienunternehmen in zweiter Generation mit über 20 Mitarbeitern. Wir bieten dir einen krisensicheren Arbeitsplatz, übertarifliche Bezahlung, Urlaubs- und Weihnachtsgeld und eine betriebliche Altersvorsorge. Wir freuen uns auf deine Bewerbung.